Windows XP ist das Betriebssystem, mit dem ich die Computerwelt kennengelernt habe und wurde insgesamt offiziell über 1 Milliarde Mal installiert. Windows XP wurde 2001 auf den Markt gebracht und dieses Betriebssystem wollen wir die nächsten 7 Tage mehr oder weniger benutzen. Ich bearbeite gerade ein Bild in Photoshop CS2. Dauert halt immer ein bisschen. Es gibt nur ein Problem, könnte man sagen. Am 8. April 2014 hat Windows den Support von Windows XP offiziell beendet. Windows XP hatte zu diesem Zeitpunkt, also 2014, noch 150 Millionen aktive Nutzer. Dazu schreibt Microsoft auf ihrer Webseite, die technische Unterstützung für Windows XP einschließlich automatischer Updates zum Schutz ihres PCs ist nicht mehr verfügbar. An der Stelle jetzt erstmal 7 Tage wie Beamte in Deutschland fühlen. Wir werden die nächsten 7 Tage die besten Spiele auf Windows XP installieren. Was für ein Aufwand, um einfach Need for Speed auf Windows XP zu installieren. Photoshop versuchen zu installieren und einen Thumbnail für YouTube machen. Add Layer Mask, als ob das schon ging. Und natürlich auch, ihr kennt mich, ein Video versuchen zu schneiden. Ey, wie Premiere noch aussieht. Also falls ihr das feiert, gerne mal einen Daumen nach oben und direkt ein Abo da lassen, weil das ist eine neue Videoreihe auf meinem Kanal. Und falls ihr irgendwelche anderen Ideen habt, was ich sonst noch an antike Technik testen kann, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Kuss, Kuss. Das hier ist unsere kleine Bitch hier im Studio. Unser einziger Windows-Computer. Hier läuft noch Windows 10 drauf. Tschüss, lieber Mac Mini. Ich werde dich sehr vermissen. So. Wir waren als erstes auf dem Computer hier hinter Windows XP installieren als virtuelle Maschine. 2 Stunden später. Richtige Windows XP-Vibes, wenn um 21.29 Uhr einfach der Download abbricht. Nächster Tag, es ist 10.59 Uhr. Und wisst ihr, was das Geile ist? Ich habe gestern mir noch offiziell Windows XP Professional für 9,99 Euro gekauft. Und ich habe jetzt endlich den Product Key. Das heißt, wir können gleich anfangen, Windows XP zu erleben. Seht ihr, was hier steht? Installation abgeschlossen in ungefähr 15 Minuten. Yeah! Bitte warten. Es geht los. Ich freue mich. Beschützen Sie hier den Computer, indem Sie automatisch Updates jetzt aktivieren. Ich glaube, Windows XP weiß selber nicht mehr, dass es keine Updates mehr gibt. Diese Homescreen und dieses Hintergrundbild wirklich, das ist Nostalgie pur. Gibt es schon irgendwie eine Möglichkeit, dass man hier Google hat? Das sind Fehler auf der Webseite aufgetreten. Perfekt. Wir fangen erstmal entspannter an. Yes! Und zack! Ah, ich habe immer noch die Skills wie früher, wirklich. No! Was war das denn? Ich habe immer noch die Skills wie früher. Mittlerweile gute 2 Stunden später. Ich wollte ja GIMP runterladen und das war auch alles schön und gut. Wartet, ich zeige euch das kurz. Ich öffne Google. Google öffnet sich. Ich gebe ein GIMP. Zack, öffnet sich. Sehe sogar aktuelle Daten, also aktuelle Version 14. September 2021. Aber sobald ich jetzt auf eine Webseite gehe, zack, Seite kann nicht angezeigt werden. Ich würde jetzt sagen, es liegt am Internet. Eine LAN-Verbindung haben wir aber. So, zack, hier. Steht's auch. Verbindung hergestellt seit 1 Stunde und 40 Minuten. Dateien wurden auch verschickt, also man sieht hier auch unter Aktivität. Es funktioniert. Irgendwo ist der Flaschenhals. Wir installieren gerade immer noch Updates. Da steht zum Beispiel auch, dass man einen Reboot braucht, dass das Ganze installiert wird. Habe ich schon gemacht, hat nicht geholfen. Top. Ich setze mich jetzt traurigerweise an meinen Mac mit einem ARM-Prozessor drin, also läuft nicht mehr auf x86. Und trotzdem wollen wir irgendwie darauf Windows XP zum Laufen bringen. Wir schaffen das. Guten Morgen! Überall erstmal Licht anmachen. Wir können jetzt richtig anfangen, Windows zu nutzen. Passt auf, ich erkläre euch mal kurz das Problem, was wir gestern noch hatten. Also, ich habe Windows XP Professional jetzt auf dem M1 installiert. Ich glaube, das funktioniert wirklich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Google aufmachen möchte, ja, zack. Kommt hier ganz normal Google, ist auch der aktuellste Stand. Wenn wir jetzt aber hier zum Beispiel auf YouTube gehen wollen, ja, dann steht hier, the page cannot be displayed. Also, sie kann nicht angezeigt werden. Das liegt aber tatsächlich nur am Microsoft Internet Explorer, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf mypal-browser.org gehe, dann wird die Webseite ganz normal geöffnet. Und das Geile ist, MyPal ist ein aktueller Browser für Microsoft XP. Hier steht's auch. Turn that old PC into something useful. Okay, finish. Oh, das sieht aber schon mal deutlich besser aus als gerade eben. Gehen wir mal auf
YouTube. Geh mal auf meinen Kanal. No way. Wenn ich jetzt ein Video abspielen kann. Pass auf, ich habe eine Woche das erste iPhone benutzt. Geht das? Das machen wir mal auf. Es lädt. Ihr glaubt gerade nicht, was... Es wird was abgespielt. Ihr glaubt gerade nicht, was mir für den Stein vom Herzen fällt. Ohne Witz. Geil, dass jetzt eine Werbung ist. Laptop zu langsam. Wie wäre es mit einem, der schnell hochfährt? Auch ich nutze Windows XP. Wenn Menschen erst monatelang warten, ehe sich irgendetwas tut, dann versuchen diese Windows XP zu installieren. Danke, Ami, mal wieder für die Tipps. Und jetzt, warte. Nein, es ist jetzt nicht mega flüssig, aber der Beweis, dass wir Windows XP nutzen können. Ich lade direkt erstmal GIMP runter und dann machen wir ein schönes Thumbnail. Mike, Jordan, Jonas? Yes! Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen in GIMP rumspielen? GIMP, gibt's das noch? Naja, ich hab's auf jeden Fall irgendwie installiert bekommen. Jonah hat sehr häufig sehr viele verrückte Ideen. Also wollen wir ein Thumbnail einfach bauen? Ja, aber ein witziges. Okay, lass mal irgendwas machen. Ich habe wirklich GIMP das letzte Mal benutzt, keine Ahnung, in der 7. Klasse? Auf dem Schulcomputer so. Ja, weil die sich nicht Photoshop gegönnt haben. Auf diesem SD-Stick. Was ist ein SD-Stick? Was labere ich manchmal wirklich? Ich habe immer noch die Skills wie früher. So, ich steck das mal jetzt hier rein. Ich hoffe, das wird jetzt überhaupt erkannt. Das klang nicht gut. Vielleicht ist es auch ein gutes, negatives... Ah, ah! Jetzt geht's. Da haben wir einmal das Bild hier von mir und einmal ein Bild von Steve Jobs. Kann ich das jetzt drag and drop hier reinpacken? Opening, ja, opening. Oh. Ja! Kann man hier irgendwie Masken erstellen? Add Layer Mask. Als ob das schon ging. Ich mache jetzt nur noch mit GIMP meine Thumbnails. Nein! Das sieht so scheiße aus. Lach bitte nicht so doof. Wir müssen hier professionell arbeiten. Das sieht aus wie so eine Schulpräsentation. Heute reden wir über das iPhone 2G. Ich bin zufrieden. Warum komme ich 2 Sekunden, bevor ich den Vlog anschmeiße, auf die Idee, mir einen Pullover anzuziehen? Ich möchte Need for Speed Underground, das erste Need for Speed, was ich so kennengelernt habe. Und besonders die Autos haben sich bis heute voll in meinen Kopf gebrannt. Also keine Ahnung, Honda S2000 oder die RX-7 oder auch Nissan R34, später dann auch noch durch Fast and the Furious noch bekannter geworden. Fun Fact und liebe Grüße hier gerade aus dem Schnitt. Man könnte 70 mal das originale Need for Speed Underground für den PC für 1499 Euro und 97 Cent kaufen. Was ist schon Bitcoin? Das hat Wert. Aber wie möchte ich dieses Spiel zum Laufen bringen? Wenn ich auf Windows XP versuche, irgendwo was runterzuladen, da funktioniert einfach nichts. Steam kann ich auch nicht mehr seit 2019 auf Windows XP installieren. Das heißt, die einzige Möglichkeit war, irgendwie auf dem Mac was runterzuladen und dann auf Windows XP zu transferieren. Aber die Methode, haltet euch fest, das wird richtig geil. Ich dachte, ich bin nämlich schlauer und packe einfach hier auf diesen SD-Stick. Ich habe schon wieder SD-Stick gesagt. Was ist denn ein SD-Stick? Wie bin ich denn darauf gekommen? Es hat gar nichts funktioniert. Ich habe 3000 Mal diesen USB-Stick rein rausgesteckt. Geht doch. Es hat nichts funktioniert. Also dachte ich, okay, ich lade einfach auf macOS Need for Speed Underground hoch. Dann erstelle ich einen Link und gebe den in meinem Browser auf Windows XP ein. Das Einzige, was ich habe, ist halt Internet. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat funktioniert. Und dann mit ganzer Vorfreude installiert. Und nochmal installiert. Es funktioniert auch nicht. Aber bei der Recherche habe ich mitbekommen, dass es Adobe ja schon damals gab. Wann wurde eigentlich Adobe gegründet? 1982? Es gab auf jeden Fall damals schon Adobe. Aber es gab vor allem Photoshop auf Windows XP. Und wisst ihr, was das Allergeilste ist? Es ist kostenlos zum Runterladen. Photoshop CS2 ist installiert. Endlich funktioniert etwas richtig. Wir öffnen mal Photoshop. Ich habe hier auf dem Desktop 2 Bilder, 2 Drohnenfotos. Das sieht ja gar nicht mal so unbekannt aus. Wenn man das Ganze in Photoshop 2021 öffnen würde, dann würde es so aussehen. Aber ganz ehrlich, es sieht schon ziemlich ähnlich aus. Wir machen einfach mal den Himmel ein bisschen dunkler. Felix, ich bearbeite gerade ein Bild in Photoshop CS2. Dauert halt immer ein bisschen. Was wäre, wenn mich hier hinten ganz klein im Hintergrund diese Häuser stören? Kann ich die dann schon in Photoshop CS2 irgendwie entfernen? Ja, also Pickel konnte man schon damals entfernen. Das funktioniert sogar ziemlich schnell. Ich muss doch aber irgendwie noch die Farben bearbeitet bekommen. Also ich finde es schon ganz cool, aber mehr Kontrast. Ah, okay, das ist geil. Jetzt hier schön eine S-Kurve reinmalen, dass man mehr Kontrast hat. Noch schön ins Rote gehen, dass das Ganze so ein bisschen moody wird. Und hier mal ein kurzes Vorher, Nachher. Ihr müsst euch mal vorstellen, niemand hat gedacht, dass man 2005 mit einer kleinen Consumer-Drohne in Island einfach so ein Foto macht und das dann
bearbeitet. Und diese ganzen Disketten brauchte man, um halt Photoshop damals zu installieren. Wir haben ja insgesamt 7 Stück und eine fehlt noch, also insgesamt sind es eigentlich 8 Stück. Und die konnte man dann schön nacheinander in den Computer reinsliden und dann Photoshop installieren. Das hat gerade richtig Bock gemacht. Ich möchte jetzt aber weiter die Welten aufeinander clashen lassen. Und zwar möchte ich jetzt Premiere installieren. Premiere ist ein Schnittprogramm auch von Adobe und ich möchte aktuelle Aufnahmen, die ich vor 2 Wochen mit meiner Kamera gemacht habe, dort schneiden. Heute war ein sehr erfolgreicher Tag, auch wenn ich wieder Stunden damit verbracht habe, irgendwelche Software zu installieren, habe ich es geschafft, Premiere Pro zu installieren. Adobe Premiere Pro 2.0. Ich habe jetzt alle Dateien ins MPEG-Format konvertiert. Wir versuchen die mal zu öffnen. Windows Media Player ist auch so Nostalgie. Ich höre Audio. Ja! Ja, moin. Importing Files. Ey, wie Premiere noch aussieht. Ich pack mal ein paar Clips rein, dann können wir es mal abspielen. Hallo. Es wird gefühlt gerade jeder 50. Frame einmal kurz angeteased und dann geht's weiter. Aber hey, wir können einen Carporn in Premiere auf Windows XP rein theoretisch schneiden. Windows XP kann man auf jeden Fall auch noch dieses Jahr benutzen, wenn man halt wirklich möchte. Der Nostalgiefaktor ist wirklich geil, ansonsten ist alles eher ein bisschen Abfuck. Ansonsten findet ihr hier noch das iPhone 2G Video, eine Woche mit dem ersten iPhone und hier ein Video, wo ich mit dem iPhone 13 Pro 100 Euro am Tag verdiene. Habt. Checkt die Videos sehr gerne ab, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ciao.